Hey Leute, was geht? Ab heute machen wir diesen Adventskalender von Harry Potter auf. Jeden Tag machen wir jetzt ein Türchen auf. Das heißt, es wird bis Weihnachten jeden Tag ein Video über diesen Adventskalender kommen. Ein Harry Potter Lego Adventskalender, den ich mir bei Edeka gekauft habe. Ich habe mir Zufall bei Edeka gesehen. Ich wollte mir eigentlich kein Lego Adventskalender kaufen, da ich ihn aber bei Edeka gesehen habe, 25 Euro, habe ich mir gedacht, komm, nimm ihn mit. Du bist Lego-Fan und großer Harry Potter-Fan. Und dann habe ich mir den mal mitgenommen. Und wir machen jetzt jeden Tag ein Türchen davon auf. Es spiegelt halt ein bisschen. Gut, die Oberfläche ist halt so ein bisschen spiegelnd. Meine Lampen spiegelt es halt so ein bisschen. Und dann hier. So. Hier haben wir das Unboxing, Schweizer Unboxing-Messer. So, jetzt machen wir das mal schön auf. Und guck mal, was in Türchen Nummer 1 sich verbirgt. Irgendwo fest? Nein. Machen wir es hinten auf. So. Auf der Seite ist noch befestigt. So. Okay. Boxing-Messer zu. Zur Seite. Okay. Aha. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir die einzelnen Türchen, die wir aufmachen müssen. Der eins fangen wir an. Und hier haben wir diesen Bereich, wo man seine gebauten Sachen hinmachen kann. Hier die Sachen von Türchen, macht man, die von Türchen 1 macht man hier hin, die von Türchen 2, die kommt dann. Wo ist Türchen 2? Ja, die von Türchen 2 kommen dahin, wo Türchen 2 ist, die von Türchen 3 kommen dahin, wo Türchen 3 ist und so weiter und so fort. Vielleicht hat Türchen 2 eine Figur, dass es hier nicht zu sehen ist oder ich sehe es gerade nicht, egal. Man kann es hier aufschneiden und kann es dann so verteilen, wie es hingehört und kann dann, wenn Weihnachten ist, schön damit spielen. Ich werde es mir eher in eine Vitrine stellen. Ich habe eher den Gedanken, es in eine Vitrine zu stellen. Fangen wir mal mit Türchen Nummer 1 an. Okay. Das sind ein paar Teile, die wir hier haben. Ist so ein Briefständer, oder was es sein soll. Private Drive. Das ist ein Briefständer. Mal. Ja, das sind. Ja, so ein Briefständer. Hier bauen wir den mal zusammen. Geil finde ich, dass dieser Lego-Stein hier bedruckt ist. Weil man kennt es ja, fokussier mal, man kennt es ja so oft von Lego, dass man die bekleben muss. So, fertig. So sieht es fertig aus. Einfach nur so ein Private Drive Schild mit so einem Brief oben drauf. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mein Englisch ist nicht so toll. Das war's von Türchen Nummer 1. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert gerne die Glocke.
um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, schaut meine anderen Videos. In dem Sinne würde ich sagen, bis morgen. Ciao.